ja, unvorstellbarer Vorfall hier im 17. Bezirk in der Greffergasse. In dem Haus hinter mir ist aus dem 4. Stock, das ist der letzte Stock hier oben, also ziemliche Höhe, ein 22 Monate alter Bub aufs Fenster geklettert und dann hinuntergestürzt. Und zwar genau vor diese Lokalität, wo zum Glück ein Sonnenschirm aufgespannt war. Der Junge ist direkt auf den Sonnenschirm draufgefallen, das hat ihn natürlich das Leben gerettet. Dann ist der Notarzt gekommen, die Polizei ist gekommen, hat den Jungen erst versorgt, hat Kopfverletzungen festgestellt, aber im Krankenhaus hat man da bemerkt, es ist nicht so schlimm, wie man zunächst gedacht hatte. Wir haben natürlich versucht, mit den Eltern des Jungen zu reden. Sie haben nur einige Sätze durch die Tür hindurch gesagt. Sie sind noch zu schockiert, um mit uns wirklich tief viel zu reden, aber sie sind sehr glücklich, dass ihr Sohn zumindest stabil ist. Und wir haben auch mit einem anderen Mann geredet, der hat gesagt, er hat den Vorfall selbst nicht gesehen, aber die Polizei und auch er ist schockiert. Aber Larissa Eckert, unsere Redakteurin von der Tageszeitung Österreich, die hat mit einer Zeugin gesprochen, die den Vorfall miterlebt hat, aber nicht gefilmt werden möchte. Larissa, kannst du uns vielleicht erzählen, was sie dir erzählt hat? Ja, also das handelt sich um eine Hausbewohnerin, die im ersten Stock lebt. Sie hat zum Tatzeitpunkt gehört, einen dumpfen Aufschlag, hat sich daraufhin aus dem Fenster gelehnt, um zu sehen, was passiert ist, und hat nur gesehen, ein schreiendes Baby und lauter Leute, die sich versuchen, um es zu kümmern. Und sie hat gesagt, dass es ein absoluter Glücksfall war, weil zu dieser Zeit die Schirme vom Lokal, das wir hier hinter uns sehen, normalerweise schon zugespannt sind. Und sie hat gesagt, es ist einfach auch von einem Glücksfall zu sprechen, weil das Baby nicht auf dem Balkon, der unter der Wohnung ist, gelandet ist und vielleicht sich dort schwerer verletzt hätte, sondern eben zum Glück auf diesem Schirm gelandet ist. Also absoluter Glücksfall. Danke, Larissa. Ja, damit zurück ins Studio.